Leute, es ist wieder einer dieser Momente, wenn Leute mich zum ersten Mal auf den Zander, auf den Jig führen wollen. Die wollen halt den ganzen Tag jiggen, Leute. Also wisst ihr, auf was ihr euch im Video einstellen könnt? Ich bin mal gespannt, Leute. Ich bin mal gespannt. Aber Mo hat einen Gameplan und den wird er uns jetzt verraten. Den werde ich euch verraten, ja. Wir gehen jetzt auf Zander jiggen. Das hast du schon verraten, oder? ja, dann werden wir wahrscheinlich mit Jigs auf Zander angeln. Nein, wir gucken mal. Also die Voraussetzungen sind ganz gut. Der Spot ist frei. Ist jetzt kein unbekannter Spot dementsprechend. Kennen die Fische das ein bisschen. Man muss ein bisschen was ausprobieren. Aber ich denke, bin da guter Dinge, dass du da heute an deinen ersten Zander kommst. Du nicht. Niemals. In dem Sinne, viel Spaß mit diesem Video. So Leute, wir sind auf Spot angekommen, es ist noch sehr windig. Ich habe jetzt hier 16 Gramm 2.0er Haken in Vaderchat drauf. Farbe, weiß ich nicht wie die heißt, ist weiß-rot. Und was sagt der Chef? Chef. Ist okay so? Ja, also wir haben. Du musst doch gucken. Von den Bedingungen her wirklich. Nee, achso, den, ja, der sieht gut aus. Du musst ihn küssen. Schön. Knoblauch. Oh, fast ein Biss gekriegt, glaube ich. Okay. Let's go. Jetzt gucken wir mal, ob ich damit meinen ersten Zander auf Jig fange. Setz dich mal bitte um, Tomme. Einmal auf die andere Seite. Jiggen macht mega Bock, gib mir noch einen Nebenjob. So Leute, haben wir auch ein bisschen Kanalangelei ausprobiert und mussten uns auch so ein bisschen motivieren, denn heute ist einer dieser Niederlandetage, wo einfach nichts geht und das ist einfach crazy. Nachdem wir gestern einen richtig geilen Tag hatten, geht bisher noch gar nichts. Wir fahren jetzt in eine kleine, kleine Stadt in der Nähe und da haben wir einen Kanal und Polder und all sowas. Ich glaube euch das nicht, aber ja. Und da schauen wir jetzt erstmal, ob wir da noch was reißen können. In dem Sinne, wir nehmen euch mit. Das ist unangenehm. Der Mann hat gerade schon gesagt, no fishing. Und jetzt hänge ich auf seinem Grundstück fest, Alter. Oh, fuck, Alter. Hi! So, Hybridfisch, Döbel, Rapfenmäßig kann ich heute. Kann ich dieses Wochenende auf jeden Fall. Ne? Der erste vorzeigbare Fisch heute hat auch lang genug gedauert. Na, absolut. Lass mal wieder frei. Petri! Danke! Yes! Hör auf damit! du bist nicht von hier. Was sag ich dir? Oh, da haben wir den kleinen Racker. Leuchte mal drauf. Ja, sieht man ihn schön. Petri, Alter. Petri, dank, der geht okay. Schnell zurück. Ins Kühle, ins Warme Maß eigentlich. Ja, und. Boah, weg ist er. Stark. Ist der auf dem Weg wahrscheinlich? Und, was sagst du? Oh, schön, dass heute mal Fisch an Haken kam. Schon bei der mir. Zweite heute von dir?
Ja, ein Grad noch verloren. Dritte sogar, dritte. Ja. Ach, dafür lief der Vormittag und der Rest noch nicht so fischreich. Aber was lange währt und so weiter, ne? Oder wie auch immer. Ja, muss nur am Ball bleiben, auch wenn die Motivation manchmal ein bisschen abflacht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ist gut, hast du stark gemacht. Schön. Petri, mir wieder. Petri, Dank. Leute, und genau mit diesen weisen Worten werde ich euch jetzt aus diesem Video entlassen. Der gute Mo hat's gesagt. Ey, selbst wenn es mal nicht so läuft, muss man einfach dranbleiben und hartnäckig sein. Und das haben wir mit dem Film an diesem Tag nicht gemacht, oder ich nicht. Und ich habe im Laufe des Tages schon immer weniger gefilmt, weil wir hatten ja auch einen richtig geilen Tag 1 im Kasten und das war ja eigentlich auch das Ziel. Und wir haben Tag 3 auch nochmal richtig geil gefilmt. Den Kanal, das Video seht ihr bei Dennis Knoll Angeln mit Stil auf dem Kanal. Das müsst ihr euch auf jeden Fall sehen, was da für Fische gefallen ist. Und da habe ich tatsächlich dann auch meinen ersten Fisch auf Jigkopf gefangen. Meinen ersten Zander, einen schönen 50er Zander auf Jigkopf. Ich hatte auch noch an dem Abend, wo wir dann noch wobbeln waren, auch noch einen richtig krassen Zander dabei. Das haben wir leider nicht auf Video. Mein Gesicht und alles, ey, ich war so schön. Ich hatte noch nie so einen großen Zander am Band gehabt. Das war echt crazy. Und dieses Wochenende hat mir auch so ein bisschen so den Antrieb gegeben, endlich mal aus meiner Komfortzone rauszukommen und neue Angelmethoden ausprobieren. Und seitdem jigge ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und es tat mir auch richtig gut, dann das Ganze auf den Azoren weiter auszuprobieren. Und ich freue mich auch jetzt, in den Hausgewässern mehr andere Angelmethoden auszuprobieren und nicht nur auszuwerfen und einzuleiern. So, wie ihr es da schon gesehen habt, ich habe es euch ein bisschen zusammengeschnitten. Es lief an diesem Tag wirklich rein gar nichts. Außer ein Barsch, den wir nicht drauf hatten, so ein 20er. Dann diesen Rapfenhybrid, den ich gefangen hatte, ungefähr so 40 cm. Und am Ende hat Mo noch gut abgesahnt beim Zanderwobbeln. Wir sind nochmal auf dem Spot zurückgegangen, wo wir ganz am Anfang waren. Und dort haben wir dann gejiggt und auch nochmal die Wobbler geworfen und Mo konnte richtig gut absahen beim Zanderangeln. Ich glaube sogar, dass Domme auch eingefangen hat. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. War auf jeden Fall ein wunderschöner Abschluss, auch wenn wir dann nicht viel gefangen haben. Wir haben schön viel Zeit miteinander verbracht, wir haben viel gelacht, viel gequatscht. Einfach ein Glückslos bei Angler mit Herz und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Und noch jetzt waren letztens erst Mo und Domme wieder in den Niederlanden. Also da hat sich auch eine Freundschaft erschlossen. Und auch wir planen schon wieder irgendwo unterwegs zu sein. Und das freut mich. Das ist doch das Wichtigste, was dabei rumkommen sollte, Leute. So sind es manchmal. Die Tage in den Niederlanden. Man fängt nicht immer in den Niederlanden. Aber man sollte einfach eine schöne Zeit verbringen und trotzdem dranbleiben, selbst wenn es mal nicht beißt. In dem Sinne, Leute, entlasse ich euch hiermit mit diesem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und die nächsten Videos werden aus den Azoren sein oder von den Azoren. So, in dem Sinne, lasst euch gut gehen. Euer Icy, macht's gut. Ciao.